Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin heute am Flow Trail in Siegen mal wieder und habe ein Radon Render geliehen. Ich habe, glaube ich, das 8.0, wenn ich mich nicht täusche. Ja, die sind die Radon Test Days hier und ich dachte, ich nutze mal die Chance, mir endlich mal ein E-Bike zu leihen und werde das Ganze jetzt mal testen. Weiß noch nicht, wie das Ganze läuft, wie es mir gefällt, aber ich werde euch Feedback geben. Yo, erstes Feedback, uphill, also im Turbo Boost, der schiebt dich halt einfach auf diese 25 Stundenkilometer und es ist null anstrengend. Also bergauf, Leute, richtig geil, das macht einfach so Bock. Uphill ist einfach nicht mehr schlimm. Gott, ey, ich glaube, verliebt mich in ein E-Bike, ey. Beim Federweg hinten weiß ich nicht, ob der reicht. Ich habe so das Gefühl, ich schöpfe den schon fast die ganze Zeit aus. Ich habe natürlich auch nicht so die Top-Ausstattung hier drauf, aber bin mal gespannt, wie sich das noch entwickelt jetzt gleich auf dem Trail. Wir sind fast beim Einstieg. Okay, so ein starker Berg ist schon ein bisschen anstrengend, aber nicht wild. Was sofort aufgefallen ist, ist, dass das Bike in Kurven einfach unglaublich gut liegt durch den niedrigen Schwerpunkt. Allerdings merkt man dann schon das Gewicht beim Springen. Also der Sprung oben war natürlich ein kleiner Hüpfer nur. Deswegen war ich sehr, sehr gespannt, wie sich das Bike unten auf den bisschen größeren Sprüngen dann verhält. Also beim Dämpfer mache ich mir ein bisschen Sorgen. Den schöpfe ich fast komplett aus. Ich habe den jetzt so ein bisschen fester gestellt. In Kurven macht es mega Bock. Ich glaube, weil der Schwerpunkt so tief ist. Sprünge waren jetzt nur so ein paar kleinere. Die ersten haben sich eigentlich gar nicht so schlecht angefühlt. Ich muss mal herausfinden, wie schwer das Bike ist. Besonders auf dem Flow Trail Siegen habe ich so das Gefühl gehabt, ein E-Bike ist echt mega gut, weil es gibt so viele Passagen, wo man dann doch irgendwie ein bisschen treten muss und dass man da einfach ein bisschen Unterstützung hat. Und ich bin diese Trails auch nur im EMTB-Modus gefahren. Das ist der Modus, der eigentlich ja so moderat anschiebt, würde ich sagen. Wenn du halt im Boost-Modus oder im Turbo-Modus fährst, dann ballert der Bosch-Motor dann doch schon ordentlich nach vorne. Und der ist ja auch so ein bisschen bekannt dafür. Eine Sache muss man dem Radon Render auf jeden Fall schon mal lassen. Ich habe mich da drauf gesetzt und habe mich sofort wohlgefühlt. Keine Ahnung, wodurch das gekommen ist, ob das durch die Geometrie ist, keine Ahnung. Es war auch ein M-Bike wie mein Torque, aber das ist ja nochmal von Hersteller zu Hersteller irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Aber ich habe mich da drauf gesetzt und nach den ersten paar Metern fahren habe ich mich irgendwie sofort verbunden gefühlt mit diesem Bike. Geil, Alter.
Das Einzige, wo ich vielleicht so ein bisschen meckern würde, ist tatsächlich der Dämpfer hinten. Vielleicht war der aber auch einfach nur nicht richtig eingestellt für mein Gewicht. Was ich nach und nach festgestellt habe, ist, dass man einfach ein bisschen mehr Speed braucht, um mit dem E-Bike, was halt ja, 24 Kilo wiegt, ordentlich in die Luft zu kommen. Na gut, und das Klappern halt, ich habe das später dem Mechaniker unten gesagt und ich gehe davon aus, dass irgendeine Abdeckung irgendwie nicht feste war oder Dreck irgendwo in so einem Schutz für den Motor war. Jetzt kommt nochmal ein etwas uphill-lastiger Part. Also dieser begrenzte Lenkeinschlag hier, der nervt mich schon ein bisschen. Auf die paar Sprünge hier war ich besonders gespannt und musste dann unbedingt nochmal hochfahren, weil ich wenigstens ansatzweise mal über den Table hier mit dem Bike kommen wollte. Ich muss einfach noch schneller sein. Ich muss noch schneller fahren. Wenn ich jetzt den Drop mache, dann schlägt das hier auf jeden Fall durch. Das mache ich auf keinen Fall. Okay, wir treffen uns da nicht ab. Okay. Okay. Ich habe es auch neu gemacht. Das ist ein Gestrüpp. Ah, okay, den hätte ich mal testen können. Das ist natürlich geil, dann trittst du an nach dem Matsch und das läuft. Okay Leute, wir haben jetzt ja, etwas mehr als Halbzeit, da müssen wir die Bikes gleich wieder abgeben. Wir haben jetzt hier einen schönen Uphill-Part, der ist echt nicht ohne. Ohne E-Bike hätte ich jetzt schon gar keinen Bock da hochzufahren. Aber wir machen jetzt einen Extremtest für Uphill und ganz am Ende gebe ich euch natürlich Feedback, was ich von dem Fahrrad an sich halte. Bis gleich. Also so richtig steile Passagen, da haben die E-Biker einfach recht. Die sind schon anstrengend mit einem E-Bike. Dennoch ist es kein Vergleich zum normalen Fahrrad. Und ich habe hier wirklich irgendwie die Liebe für so ein E-Bike entdeckt. Und ich weiß schon sehr genau, ich werde jetzt auf die Suche gehen nach einem Bike, was mir gefällt. Ja, also da gibt es gar nicht viel zu sagen. Wenn du einmal auf so einem Bike gesessen bist, dann fängst du an, das richtig zu feiern, glaube ich. Außer du liebst einfach Uphill fahren und ich gehöre einfach irgendwie zu den Leuten, die das nicht so lieben.
So Leute, wir haben das Rennen da wieder abgegeben. Ich hatte das 8.0 gefahren und also jetzt habe ich echt ein Problem, weil jetzt will ich auf jeden Fall ein E-Bike haben. Hier Flowtrail siegen und ein E-Bike oder wenn ich mir vorstelle, die halten und ein E-Bike, da hast du einfach den ganzen Tag Spaß. Also bis ich die Ausdauer mir antrainiert habe, dass ich immer hochfahren kann. Oh je. Kurzes Feedback. Das Kurvenfahren durch diesen, glaube ich, durch den Schwerpunkt vom Bike ist einfach übel geil, macht richtig Bock. Auch wenn du mal zwischendurch nochmal Schub brauchst, weil irgendwie ein matschiger Part war oder so, ist auch perfekt. Dann trittst du einfach rein und zack, auch im EMTB-Modus schiebt das Ding dich dann ruckzuck auf 25 km/h und dann klappt das halt auch alles. Also hier auf jeden Fall im Spot super geil mit einem E-Bike. Und auch das Rennen war tatsächlich viel besser, als ich gedacht habe. Ich habe mich sofort wohlgefühlt auf einem M-Bike tatsächlich. Beim Torque dachte ich ja die ganze Zeit, ein L wäre vielleicht besser für mich. Aber ich war mit dem M dann doch zufrieden. Also, ja, danke an Radon, ne, für das Testbike. Super coole Aktion, einfach hier beim Flowtrail Siegen mal so eine Testrunde zu machen, wo man sich einfach Bikes ausleihen kann. Und jeder bekommt einfach ein Bike, finde ich mega cool. Meins war ein bisschen so eine Klapperkiste, habt ihr vielleicht auf den ein oder anderen Videos gehört. Aber nichtsdestotrotz hat einfach mega Bock gemacht und ich muss sagen, Leute, jetzt muss ich irgendwie ein E-Bike bekommen. Naja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr das nicht schon sowieso gemacht habt und wir sehen uns bald in einem nächsten Video. Ich versuche jetzt nämlich auf 3 Videos die Woche zu kommen. Ich weiß noch nicht, wann es soweit sein wird. Die Raw Ones, die zähle ich ja nicht, ne? Aber der Rest ist ja alles wie gehabt. Aber ich möchte gerne noch ein drittes Video eigentlich die Woche bringen. Und ja, bis zum nächsten Video, Leute. Macht's gut. Und wie der Thomas immer sagt in den Videos jetzt, Glocke aktivieren, nicht vergessen, ne? Macht's gut. Ciao.